Meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema, kennst du dein Gesangsproblem? Gesangsproblem. Du bist neu auf diesem Kanal und hast noch nicht abonniert, schade drum, ich würde mich wahnsinnig freuen über ein Abonnement, Daumen hoch. Ich biete auch Gesangspakete an für 13,99 € mit Powersing, Basispaket, Töne treffen, Mix Voice etc. Schaut doch mal rein bei tanjalevyvocalstudio.com in meinem Online-Shop, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ich weiß ja, die Deutschen lieben Geiz ist geil, daher habe ich gedacht, mache ich doch mal ein paar Pakete für euch an, die ich euch anbieten kann. Ich weiß, Gesangsunterricht ist nicht für jedermann, weil es ist auch teilweise heißwert. Ja, das muss man so sagen. So, lass uns doch mal loslegen. Nummer 1 ist erstmal die Stimme drücken, die Stimme hochziehen in ein anderes Register. Ich mache es mal einmal kurz vor. Und beispielsweise kann jetzt diese Person nicht diesen hohen Ton belten. Adele beltet diesen hohen Ton mit ihrer Bruststimme. Das heißt, sie kann man kann bis zu einem gewissen Grad die Bruststimme hochziehen. Das benutzt man im Englischen eigentlich so nicht. Wir nennen es jetzt mal hochziehen, also erweitern. Oder man kann auch diverse Töne im Mix-Voicing, also es ist kein Register, Mix-Voice ist kein Register. Man kann also im Mix-Voice diese Töne singen oder man singt sie halt eben auf Kopfstimme. Und die meisten wollen eben nicht auf Kopfstimme singen, weil, ne, ist auch wahrscheinlich nicht so, wie der Song komponiert ist. Meistens möchte man dann doch ganz gerne den Song dann mit Bruststimme dann durchsingen. Also jetzt singen sie zum Beispiel Hello from the other side. Und da ist es dann ganz häufig so, dass Leute dann Hello from the other side. Das ging dann ein bisschen ungefähr so, ich habe es jetzt mal völlig übertrieben. Aber dieses Gefühl von, oh, das tut jetzt plötzlich weh. Ich drücke da jetzt die Stimme zusammen, damit sie diesen Ton produziert. Ich drücke den Kehlkopf hoch, damit er in diese Tonlage kommt. Sein! Das ging dann so ein bisschen wie, als ob man einer Katze auf den Schwanz getreten hat. Und leider dann so, oh, bitte nicht. Ja, das ist etwas, was ich also ganz häufig erlebe, ist halt dieses, oh, ich möchte jetzt diesen Ton aussingen. Wichtig ist zu schauen, was ist der Unterschied zwischen drücken und nicht drücken. Das heißt, man muss also speziell erstmal eine Übung machen, feststellen, das ist erstmal freier Gesang und das ist erstmal Gesang, wo ich jetzt zu viel Druck auf die Stimmbänder gebe, wo ich den Kehlkopf zu sehr manipuliere oder zu viel Druck ausübe, um in diese Tonlage zu kommen. Dann muss man sich auch schauen, ist das überhaupt dein Register? Weil wenn du eigentlich gar nicht diese Töne treffen kannst, dich aber da hoch mogeln willst, dann ist das erstmal noch nicht gesund für die Stimme. Also es ist halt einfach, du möchtest einfach sicher gehen, kann ich den Song eigentlich singen? Und dann muss man mal anatomisch erstmal feststellen, registermäßig, wie weit kommst du? Und dann muss man da langsam sich hocharbeiten, Ton für Ton praktisch. Und dann muss man gucken, singe ich diesen Ton jetzt Bruststimme belting oder singe ich den halt auf Mixvoice? Und dementsprechend musst du dann verschiedene technische Übungen machen. Weil einfach so funktioniert es ja halt nicht, ne? Ohne dass es unstabil wird, ohne dass es off-pitch wird, ohne dass es shaky wird, weil es klingt dann einfach flat, du hast dann den Ton nicht getroffen und eigentlich, ne, du wirst deine Stimme jetzt nicht gleich beim ersten Mal verletzen. Die Verletzungsgefahr passiert über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wenn du jeden Tag deine Stimme drückst und hochziehst, dann kann es sein, dass du langfristig eine falsche Gesangstechnik anlernst und dann dadurch auch Stimmprobleme haben kannst. Kenne ich, hatte ich alles schon gehabt, wo ich angefangen habe damals zu singen. Das heißt, da musst du dir das sind verschiedene Steps, die du eben halt machen musst. Ja. Nummer 2. Natürlich kann man jetzt super viel zu verschiedenen Punkten sagen, aber ne, YouTube Konzentrationsspanne ist ja nun auch nicht so lang daher. Nummer 2 ist Gaumensegel. Das heißt, ganz häufig klingen halt viele nasal hier. Die klingen halt so ein bisschen Hello from the other side, I must have called a thousand times. Und da
dazu habe ich auch vor kurzem ein Video gemacht. Das Video heißt, darum klingst du schlecht beim Singen. Und das ist, weil der Gaumensegel einfach nach unten rutscht. Da würde ich euch wirklich, wirklich empfehlen, mal zu diesem Video zu gehen. Also der Gaumensegel, entweder wenn der Gaumensegel ganz unten ist, kann man teilweise sehr nasal klingen, ne? Also zu viel. So need you. Hello from the other side. Und da hängt der Gaumensegel. Das heißt, es ist kein klares A. Side, 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 side. You. Gaumensegel runter. You, you, you. Also ganz häufig klingt man einfach flat, also unterm Ton. Man ist zwar noch in diesem Ton, das ist jetzt der Ton, und beispielsweise hast du da jetzt den Ton getroffen, bist aber zum Beispiel an der bluesigen Seite von diesem Ton. Das heißt, du musst ein bisschen den Gaumensegel heben. Ja, und das kann schon einen Unterschied machen. Nummer 3 und Nummer 3, das ist jetzt im Anschluss ein ganz großes Manko, ist das Töne treffen. Also viele Leute hören nicht immer heraus, wenn sie die Töne einfach nicht richtig klar getroffen haben. Das heißt, wie gerade erklärt, das ist ein Ton. Wir wollen immer gucken, dass wir immer diese schöne Mitte erreichen. Ja, wir wollen halt nicht Gaumensegel unten. Ja, das heißt also, du musst dir immer klar machen, dass du da jetzt akkurat auf den Tönen bist. Lieber nochmal selber aufnehmen und dann anhören und gucken, oh, das klingt aber eigentlich nicht so gut. Da muss ich jetzt noch ein bisschen sauberer arbeiten. Bei dem Gaumensegel ist es auch dasselbe. Da musst du auch eine Übung dazu machen. Und diese Übung gibt es dann halt in dem anderen Video. Schau doch mal am besten da nochmal rein. Natürlich kann man jetzt deutlich mehr sagen, was man machen kann. Also Haltung beispielsweise ist auch ein großes Thema. Viele singen aus dem Nacken heraus, singen in der falschen Körperhaltung. Andere haben ganz großes Problem mit der Atmung. Die Atmung führt dann dazu, dass man Töne nicht stabil halten kann, dass man dann auch nicht sauber klingt, dass man crackt, dass man abbricht währenddessen, dass man auch Druck ausübt und Strain sozusagen. Ne? Also die Atmung ist auch ein ganz, ganz großes Thema hier. Eigentlich fast bei allen funktioniert die Atmung eigentlich nicht richtig. Das heißt, es gibt so viele Sachen, die man feststellen kann. Ganz viele haben eine Schnappatmung, brauchen viel Luft, können die Phrasen also nicht richtig aussingen. Dazu muss man eben auch Übungen machen und sich einfach nochmal die Basis anschauen im Gesang. Schüler, die zur ersten Stunde herkommen, haben meistens auch entweder alle Probleme gleichzeitig, sage ich jetzt mal so, oder ne, das ist halt so ein Mix. Manche Leute haben eine schlechte Atmung, lassen den Gaumensegel hängen. Manche Leute haben ein großes Register, haben aber eine schlechte Atmung. Manche Leute haben, ja, alles drei auf einmal. Das kann eigentlich auch alles sein. Aber ruhig Blut, Shorty. Man kann was dagegen machen. Und das Zaubermittel heißt üben, üben, üben. Ne? Wirklich mal so ein bisschen Gesangsunterricht bekommen und lernen. Wichtig ist die richtigen Übungen, weil nur irgendwas aus YouTube macht einfach keinen Sinn, weil es muss ja zu deinem Stimmproblem passen. Daher, das ist nämlich auch extrem wichtig. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einmal ein Däumchen hoch, Abonnement und schaut doch mal rein. In der Playlist habe ich ganz, ganz viele Gesangsübungen für euch und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin übrigens auch auf Instagram. Ich vergesse es jedes Mal zu sagen. Schaut doch mal rein. Ich bin auch auf Instagram. So, liebe Grüße. Tschüss, tschüss.